Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer und Zuschauer. Welcome, ladies and gentlemen, to the next episode. Must be 57. Ja, ich glaube, es ist die Nummer 57, weil ich gerade vorhin die 56 aufgenommen habe. Muss ja so sein. Und das ist eine Seite, die ich heute vorstelle, die wirklich unheimlich viele Informationen bereithält. The next site shows a bunch of information of all data around the world. The site has a name, Our World in Data. Of course, ja. Die Seite heißt also Our World in Data. Das würde übersetzt ungefähr so heißen, unsere Welt in Daten und Zahlen. Ich weiß, dass einige von euch kein Englisch können, aber das ist natürlich in der heutigen Zeit vielleicht ein Fehler, nicht? Vielleicht sollte man ja mal, wo man jetzt eh häufig zu Hause sitzt, in der aktuellen Zeit hier mit den Ausgangsrestriktionen aufgrund der Viruskrankheit, kann man sich ja vielleicht mal Englisch fortbilden. So, da schauen wir mal hier. Articles by Topic, das heißt also Artikel zum Thema. Da haben wir Gesundheitsthemen. Alles Mögliche über alle möglichen Krankheiten, natürlich auch Covid-19, kann man gleich nochmal drauf sprechen, zu sprechen kommen. Den demografischen Wandel, Nahrung und Landwirtschaft und Bildung, Energie, Technologie, Ökonomie, Armut, Lebensbedingungen, Demokratie, Menschenrechte, Kriege, Gewalt. Ja. These are very, very many things. I will show you some examples here. Also ich werde euch mal ein paar Beispiele zeigen. Zum Beispiel über Demographic Change, Altersstruktur. Oder machen wir mal hier Life Expectancy, also Lebenserwartung vielleicht mal, an einem Beispiel. Und da seht ihr, da ist unheimlich viel Text dabei. This is very much text information also, besides the graphics. And this shows that is very trustable source here. Ja, ist also eine vertrauenswürdige Quelle. Weil man also sehr viele Texte hat, die also veröffentlicht werden und immer wieder erneuert werden. These texts are often published and often revised and updated. In the left side you see the contents. Auf der linken Seite sozusagen das Inhaltsverzeichnis. Man scrollt aber jetzt hier mit der Maus herunter. You can scroll down with the mouse and you see the next topic that will come is that what you see here, differences in life expectancy, a difficult word, across the world, also Unterschiede in der Lebenserwartung in der Welt. Und da haben wir zum Beispiel dann auch oft eine Zeitfunktion. Often we have a time function here. So we can see the life expectancy in 2019. Wir können also von 2019 die Lebenserwartung uns angucken. Gehen wir also hier auf die Länder, wird die Information auch nochmal aufgeblendet. Kanada zum Beispiel, man kann auch reinzoomen, ja. You can zoom in and out. I hope so. Oh no, you can't. Okay. Also bei manchen Karten kann man auch reinzoomen, bei dieser jetzt mal nicht. Aber wir sehen zum Beispiel, Kanada hat 2019 Lebenserwartung 82,4 Jahren. Life Expectancy. My God. Of Canada is 82 years in 2019, meaning a child is born in 2019. It is expected to live 82.4 years. There are, of course, people who get older and people who die earlier, but this is a mean value. Also, ein Kind, das jetzt geboren wird im Jahr 2019, hat eine Lebenserwartung in Kanada von 82,4 Jahren. Das heißt, es gibt natürlich
Menschen, die früher sterben und später, das ist ein statistischer Mittelwert, aber interessant ist ja hier die Zeitfunktion. The very interesting part is the time function here and of course the geographic. You see in Africa that you will get only 50 years in the mean. Ja, also gibt's man halt im Mittel vielleicht mal nur 50 Jahre, 54. Und gehen wir jetzt mal zurück. Now we are at the end of the World War II. Jetzt sind wir also am Ende des Zweiten Weltkrieges angekommen. Da war die Lebenserwartung in Deutschland bei 60 Jahren. Life expectancy was in Germany 60 years, in Canada 66 years, and in African countries 26 years, for example, only. Nur 26 Jahre hier in einigen Staaten. Gehen wir nochmal weiter zurück. Ja, da haben wir keine Daten mehr. We have no data for the Democratic Republic of Congo, but for Germany, for example, 100 years ago we have a life expectancy of 40 years. Also vor etwa 100 Jahren, 105 Jahren hatten wir in Deutschland eine Lebenserwartung von 40 Jahren. Ja. Und dann gehen wir noch weiter zurück. Zum Beispiel, irgendwann haben wir keine Daten mehr. The oldest data are from Great Britain, United Kingdom. Oh, yes. Also, nur vom Vereinigten Königreich, Großbritannien, haben wir Daten bis 1500 zurück. Da wurden die Leute im Schnitt 33 Jahre. Und ja, also sehr interessant. Da kann man hier noch weiter runterscrollen. Das haben wir ja eben schon mal gesehen. Wie hat sich also die Lebenserwartung in den Jahren verändert? 1800 waren wir durchweg im roten Bereich und 1950 bis 2015, die Lebenserwartung ist im Schnitt vielleicht 20 Jahre gestiegen. The life expectancy has increased in about 20 years in the last 60 years since World War II. Hier sieht man einige Werte, also you can see some time values over time of the United Kingdom, for example. And there are many figures like this, and this is very interesting here. Es gibt also unheimlich viele Daten wie diese hier, und das ist sehr, sehr interessant, weil man hier mehrere Möglichkeiten hatte, ein bisschen herumzuspielen. You can play with these figures, with these graphs here. For example, you can add countries or unselect countries. Ja, man kann also hier Länder rausschmeißen oder neue dazu packen. Nehmen wir zum Beispiel mal, we can take Germany, for example. Ja, we can take Japan. Where's Japan? Here on the right side. Also nehmen wir mal so ein paar Länder. USA vielleicht noch dabei, United States da und, naja, Vatikan. Da leben eh nur die alten Leute. Vielleicht noch Entwicklungsländer dazu, perhaps some undeveloped countries like, for example, Congo. Wer ist die Congo? Hier. So, dann können wir das zumachen. Wir sehen also dann hier den Verlauf zum Beispiel vom Kongo seit 1950 oder hier, this is the World War. You see that the United States for example, look at this here, this is the Spanish flu. Ja, da ist zum Beispiel die spanische Grippe, die da in den USA 1918 zugeschlagen hat und auch die Lebenserwartung gleich mal runtergesetzt hat für ein Jahr. Und dann haben wir Deutschland und Japan, die hier im Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen Japan, ziemlich
schlechter nachher mit der Lebenserwartung waren. Inzwischen sind Japaner deutlich besser in der Lebenserwartung. Nowadays, the Japanese are much higher in life expectancy. Oh, warum habe ich mir das Thema ausgesucht? Das ist ein englisches Wort, wirklich wahr. And the second feature of these graphics is the time. Das ist jetzt nicht das, was ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich eine Zeitreihe haben. Okay. I just wanted to have a timeline. Vielleicht kommt das ja noch. Naja, wir sehen auf jeden Fall, wie sich hier eben in der Zeit die Balken verlängern. So, halt, zurück, Marsch, Marsch. Und dann gehen wir weiter runter. Dann wird hier im Englischen erklärt, warum und weshalb sich die Lebenserwartung erhöht haben. Ja, früher waren sie 30 Jahre, haben wir ja gesehen, und heutzutage sind sie dann bei 70. Und man kann also auch hier mit der Maus noch drüber fahren. You can go with the mouse over it and it just shows only this one continent. And here are more. Ja. So, da hat man jetzt hier zum Beispiel Lebenserwartung ganz gering. The lowest life expectancy is in Sierra Leone and the highest is in Japan. 2012. In 1950 was Bhutan very low and Norway very high. And in 1800 we had India here in the bottom, South Korea. Now South Korea is here on top. Belgium. So, wir haben also hier dann auch die Möglichkeit zu gucken, von 1800 bis 2000, in den 200 Jahren hat sich also die Lebenserwartung deutlich erhöht, 20 Jahre oder sogar 40 Jahre hier auf der rechten Seite. Life expectancy by age in England and Wales, also Lebenserwartung, von verschiedenen Altersgruppen in England und Wales auch eine sehr interessante Sache. Ja, zum Beispiel Lebenserwartung bei der Geburt. Das hier ist die spanische Grippe, die die Lebenserwartung deutlich abgesenkt hat. Also eine andere Pandemie, nicht die, die wir jetzt haben. There's another pandemic here, the Spanish flu in 1918 caused a significant drop in life expectancy. So, dann kann man hier noch gucken. Viele andere Sachen, zum Beispiel Unterschiede im Geschlecht. Life expectancy by sex. Also, das hat jetzt nichts mit Sex zu tun. Nothing to do with sex, but with the gender. Yeah? So, of course, if you don't have sex, you don't have life. But this is not meant here. Also, man sieht hier, die Lebenserwartung von Frauen ist generell höher als vom Mann. Das ist die 1 zu 1 Linie. This line here shows the equality between life expectancy of women and men. All countries are well above, so the women are living longer than the male. Females are living longer. You can take every country, Bhutan. Some are close to the line, others are very far away from the line here. Ja, also in Russland zum Beispiel sieht man, die Frauen werden 75 und mehr und die Männer 65 und mehr. Ob das am Wodka liegt, den die Männer sehr gerne trinken. The Russian women are 10 years older, have a 10-year higher life expectancy. Why? Maybe the males 65, only the women 75. The males drink too much vodka or so, I don't know.
Und hier kann man wirklich gucken, auch wie sich die Altersverteilung darstellt. How is the age in the country? You see the median age, also der Median. Der Median. Median ist eine statistische Größe. Median ist eine Statistik. Statistic figure that shows 50% are higher and 50% are lower or younger and older than this year. For example, also das sind 50% älter oder jünger. For example, in Amerika, also im Beispiel in Amerika, ist der Median bei 37,6 Jahren. Das heißt, 50% sind jünger, 50% sind älter. 50% of the people are older than 37 years in the United States. In Germany, this is 8 years more. Also in Deutschland ist dieser Median ungefähr 46 Jahre. Also die Hälfte der Bevölkerung ist älter, die Hälfte jünger. Also 46 years in Japan. And if we take a country here in Africa, wenn wir jetzt mal ein Land nehmen aus Afrika, da sehen wir, der Median ist 16. Wenn die volljährig, ich weiß nicht, wann die da volljährig werden, aber nehmen wir mal an mit 18. Ja, I don't know if they, when they get adult in the Democratic Republic of Congo, but let's say, as in Germany with 18 years, then at 18 years they are already in the 50% of people that are older. Ja, die gehören also schon zu den 50% der älteren Leute, wenn sie 18 sind. Wobei man in Deutschland noch lange, lange, da muss man ja fast noch 30 erwarten. Ja, 30 Jahre Differenz, 30 years difference here between the median data. Ja, Thailand 37, Germany 45. And you can play with all these data. Now because of the actuality, nun aufgrund der Aktualität, gucken wir mal auch, was hier aktuell über. Hier sind also alle möglichen Krankheiten. Here are many, many illnesses. You can look for yourself, of course. It's a very interesting site. And we can look for the coronavirus statistics and research. So. Da sieht man jetzt zum Beispiel, haben wir auch ein paar Bilder da. Do we have some pictures here? Cases. Okay. Hier sieht man zum Beispiel, wann verdoppelt sich was, ja? Also, here you see, when the total confirmed cases are doubling. This is actually, ja, das ist also wirklich aktuell, or presently, you can see the doubling in the whole world. It's doubling in 8 days. Auf der ganzen Welt wird es also in 8 Tagen sich verdoppeln. China jetzt nur noch in 40 Tagen. Italien in 6 Tagen. Iran in 9 Tagen. USA und Deutschland in 2 Tagen. Every second day the new infections are doubled in Germany and United States. It is because the countries Germany and United States have reacted a bit slow. Die haben vielleicht ein bisschen langsam reagiert. In Südkorea haben sie diese Kurve schon so weit abgeflacht, dass sich das nur noch in 19 Tagen verdoppelt. Yes, in South Korea, the curve is, doubling. In 19 days, the curve is weaker or lower. So, da haben wir also in Südkorea heute, gestern war das, heute ist der 22.3., der Sonntag, am 21.3. 8.700 und 19 Tage vorher
so viel, die Hälfte gehabt. In Deutschland sind die Tage 2,2, haben wir uns gesteigert in 2 Tagen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Also es ist schon, Deutschland steigt im Moment am stärksten an. Germany is now increasing the most. And you can see this for every country. Und je größer die Zahl ist, desto besser, ja, kann man sagen, eventuell schlechter. Sie haben weniger Tests oder sie behandeln die Krankheit etwas besser. The lower, the higher the numbers are here, the better the countries are handling the illness, or maybe they have problems with detecting. So, da haben wir hier auch wieder schöne Grafiken. Schön ist ein bisschen übertrieben, nicht? So schön ist das ja alles gar nicht. Now we have some ja, da kann man das mal so ein bisschen laufen lassen. Da sieht man, wie das doch rasant angestiegen ist. Let's take some countries, for example Germany and for example Italy. Nehmen wir mal Deutschland und Italien als Vergleich. Die Welt wollte ich ja raushaben eigentlich. So, man sieht jetzt hier, dass Deutschland und Italien doch noch ziemlich ähnlich sind. Germany and Italy are similar. So you can see that Germany gets the numbers of Italy almost a week later. This one here of the 19th was, this was the 9th day, German 9th day with 900 was in Italy at, ja, also alles, Deutschland hängt 10 Tage hinterher, das heißt wir haben in 10 Tagen vielleicht 40.000 Infizierte. Maybe we have 40.000 infected in 10 days. Das hier ist auch noch eine interessante Aufstellung. Also die bestätigten Fälle von Covid-19 ab dem 100. Infizierten. These are the curves for the total confirmed cases after 100 infection had been detected, confirmed, yes. So we can see Africa, Asia, Europe, North America. So look at South Korea, they are handling it very well. And North America, as you see, United States is further rising, Europe, Germany is, yeah, all, every country is not that good. Oceania is better, South America is not better. The best are the Asians, some of the Asians. Turkey, as you see there on the left, is also not very good. Also, man sieht, welche Länder das hier am besten handhaben, das sind diejenigen, wo die Kurve sich abflacht, nach mehr oder weniger langer Zeit. Also beeindruckend ist ja Singapur hier. I'm very impressed by Singapore. Ja. Okay, und abgesehen jetzt von diesem etwas, und da gibt es noch viel, viel mehr Informationen über alle möglichen Krankheiten,
Wir waren ja jetzt gerade bei Covid-19, dann gucken wir nochmal zum Beispiel nach Polio. We can look for Polio. Polio. Do we have some publications? Decline of Polio. Ja, also der Rückgang der Polio-Erreger. Oder besser gesagt, wann wurde der Polio-Erreger zum letzten Mal festgestellt im Land, also in Norwegen in den 60er Jahren. Last recorded case in Norway was in the 1960s. Sweden 70s, Germany 90s. And so on and so on. And still active is the polio in Afghanistan, Pakistan and Nigeria. Also die Polio-Kinderlähmung ist noch in diesen Ländern, Afghanistan, Pakistan und Nigeria, aktiv. Und geplant ist 2025, naja, mal sehen, dass man das ausgerottet hat. Und hier gibt es also noch sehr, sehr viele andere Sachen. Nuklearwaffen. World Map of Nuclear Explosions. Ja, Karte der Nuklear-Atomexplosionen. Kann man auch reinzoomen, da hat man das ein bisschen größer. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, Ladies and Gentlemen, das war diese Seite mit so unheimlich viel Daten, da könnte man noch stundenlang drüber reden. Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde hier verbracht zusammen. Ich darf euch die Seite Our World in Data nur ans Herz legen, falls ihr Englisch könnt natürlich. If you can speak English, you can speak English, because you know what I say now. Okay, I can recommend this site very much. There are very many data for your personal interests or whatever you want to know about famines or food prices or alcohol consumption, yes? Global beer consumption. So, welches Land trinkt am meisten Bier? Da sind wir doch schon. Polen, hier, Tschechien, ja, Namibia, okay. Franzosen trinken mehr Wein. Also, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss und bye-bye. Euer Norbert vom Kanal Oberspielt. Wish you all the best. Stay healthy and bye-bye. Norbert vom Channel Oberspielt. We see us in the next issue of Grandpa's Internet Recommendations. Tschüss und bye-bye.